So, hallo zusammen. Da sind wir wieder zu einem kleinen Flug im Flight Simulator 2020. Wir sind hier gerade in Edinburgh und wir sind live auf Wetzen. Das heißt, alle Flugzeuge, die ihr hier seht, außer mir, sind alles Flieger kontrolliert von echten Spielern. Hier ist auch gerade einer, der macht ein Pushback. Hier ist einer, der taxiert gerade und ich meine, ich habe auch gerade einen Airbus abheben sehen. Ja, und wir stehen hier mittendrin mit unserer kleinen Piper Arrow und wollen heute einmal VFA nach Newcastle fliegen. Ich bin etwas überrascht. Ich bin verbunden. Ich habe heute ein Delivery, Ground und Tower online und Scottish Control haben wir auch noch. Das wird alles ganz schön viel zu tun. Ich habe heute kein echtes Wetter, weil es sehr wolkig und extrem windig ist. Das wäre kein schönes Fliegerwetter und das wird so schon herausfordernd genug. Von daher lassen wir das einfach einmal. So, soweit der Plan. Ich kontaktiere gleich einmal Delivery und frage, ob ich mich da melde für VFA, Startup und Clearance. Notfalls sagt er mir, ich soll mich bei Ground melden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wir fangen mal an, die Batterie und den Alternator anzuschalten. So, und wir möchten gerne die Frequenz von Delivery 121927. Oh, interessant, wo der da lang rollt. Hallo? Ja, ich glaube, der hat nicht die gleiche Scenery wie ich. 121975. 121975. So, und danach geht's weiter zu Ground. 126, Roger, hold position, contact Ground 121508. So, ATIS interessiert mich eigentlich gar nicht, weil das Wetter eh nicht stimmt, aber wir haben Information Victor. So, dann mal gucken. Das ist jetzt Edinburgh Delivery, richtig? Easy, 4 Bravo Foxtrot, fully ready. Easy, 4 Bravo Foxtrot, Roger, hold position, contact ground 121750, bye. 121750, holding position, thanks very much, bye bye, Easy, 4 Bravo Foxtrot. Edinburgh Delivery, hello, Delta Echo, Papa Mike Alpha, is a Piper Arrow on the Northern Apron, request startup, boy flight, VFR to Newcastle. Delta Echo, Papa Mike Alpha, Edinburgh Delivery, hello, good afternoon, I don't handle VFR, you can contact Ground 121750. Contact Ground, thank you, bye bye. So, und da ist meine Batterie gerade ausgegangen, weil die nicht so lange hält. Wo ist die Recharge Battery? QNH 1005. Stand 7, push and start approved. QNH 1005, EZ 4 Bravo Foxtrot. Walker 826, stand 211, push and start is approved. QNH 1005. So, da war ich mal so frei und habe schon mal den Motor angeschmissen. Walker 826, stand 211, push and start approved, QNH 1005. Push and start approved, Walker 826.
Weil wir sonst Probleme kriegen mit der Batterie. Die hält nämlich nicht so lang. So, wir haben Ground, dann stelle ich schon mal den Tower ein. 118.7. Delta West 3, Charlie Mike, request taxi. Delta West 3, Charlie Mike, roger, taxi, holding point, Delta 1, runway 24, via Golf, Mike and Alpha. Runway 3, Whiskey Walls, Thunderbird, taxi, Alpha, hold, Alpha 12, and you can contact ground, 121.75, bye-bye. Oh, jetzt habe ich die falsche Frequenz an. So, das wäre fast schief gegangen. Runner 3 Whiskey, Edinburgh Ground. Hello, welcome to Edinburgh. Taxi for now, holding point Alpha 15, expect stand 30. Expect stand 30 and get to holding point Alpha 15 for much for Runner 3. Edinburgh Ground, hello, Delta Echo Papa Mike Alpha say Piper 28 on a northern apron, request start up for VFR flight to Newcastle. Delta Echo Papa Mike Alpha, start up is approved. Start up approved, Delta Echo Papa Mike Alpha. So, jetzt wäre der Moment, wo wir genau das machen, was ich gerade gemacht habe, den Motor an. Lichter waren in der Arrow hier unten irgendwo versteckt. Da. Brauchen wir nicht. Achso, und hier hinter verstecken sich hier immer unsere Navigation Lights. Zack, die haben wir auch. So. Dann können wir unseren Transponder schon mal spaßhalber anschalten. Unseren DME anschalten. Good afternoon, stand 3, push and start approved, QNH 1005. Push start approved, QNH 1005, easy on 3. Idlewise 3, Charlie Mike, contact tower 118.7, have a good day. 118.7, Idlewise 3, Charlie Mike, thanks for your service, bye-bye. Delta Echo Papa Mike Alpha, request taxi. Delta Mike Alpha, hold position, I just need to get a clearance for you. Boarding position, Delta Mike Alpha. Hier ist halt gerade die Hölle los. Walker 26 Edinburgh, yeah, we're here holding. Wie ihr seht, und ich mit meiner kleinen Maschine dazwischen. Oh, da ist gerade einer in mir gespawnt. Sorry, Walker 326, yeah, we're ready for taxi. Walker 826, taxi to holding point Delta 1, runway 24, via Sierra, Mike and Alpha. Delta 1, Walker 826. Deswegen ist übrigens auch wichtig, dass man... ...the 4 Bravo Foxtrot request taxi. ...Schadensmodell aus hat. Weil sonst wäre das jetzt ein Crash. Easy 4 Bravo Foxtrot, taxi holding point Alpha 16 via Foxtrot and Alpha. Taxi holding point Alpha 16 via Foxtrot and Alpha, easy 4 Bravo Foxtrot. Edinburgh Ground, good afternoon, Jersey 6 Echo Juliet on stand 27, request for push and start IFR to Heathrow. Jersey 6 Echo Juliet. Stand 27, push and start approved, QNH 1005. Push and start approved, QNH 1005, Jersey 6 Echo Juliet. Ich glaube, der hier gespawnt ist, hat noch nicht aus seinem Cockpit rausgeschaut. Easy 6 Tango Bravo, Stand 16, push and start approved, QNH 1005. Oh, ich glaube, das könnte eine Weile dauern, bis wir hier los dürfen. Man sieht, es ist die Hölle los in Edinburgh. Da sind Flieger, hier ist Flieger. Kann auch sein, dass wieder irgendein Event ist, von dem ich nichts weiß.
VZ254, stand 6, push and start approved, face east, QNH1005. Unsere Rollfreigabe können wir auch schon mal kurz schauen. Wird dann sein über Taxiway, Papa und Alpha, denke ich. Und dann Holding Short, Data 1. Oder der verschickt uns nach links Richtung Alpha und dann. Walk rate 26, contact tower 118.7, bye bye. Sierra. Sierra, Charlie. EZ4, Bravo, Foxtrot, continue taxi, Honey Point Delta 1 via Alpha and contact tower 118.7, have a good day. Delta 1 via Alpha and contact room tower 118.7, thanks very much, EZ4, Bravo, Foxtrot. EZ913, ready for taxi. EZ90148, taxi Holly Point Delta 1, runway 24 via Echo and Alpha. Hey, Holly Point Delta 1, runway 24, Echo and Alpha, EZ913. Delta Echo Papa Mike Alpha, I've got your clearance when you're ready to copy. Ready to copy, Delta Echo Papa Mike Alpha. Delta Echo Papa Mike Alpha, you are cleared to leave the Edinburgh control zone to the southeast, not above altitude 2000 feet, VFR, and squawk 0436. Clear to leave the control zone to the southeast, not above 2,000 feet, VFR, squawk 0436, Delta Echo Papa Mike Alpha. Delta Echo Papa Mike Alpha, be back correct. So, 0436, not above 2,000, southeast. Southeast heißt für mich, wir fliegen, würde ich sagen, mal Richtung Penicook. Penicook? Ja, wir fliegen Richtung Südost, die Richtung. Hier drunten auf jeden Fall vorbei. Nehmen wir das hier mal, dieses Highland Slope Dings. Und fliegen dann einfach mal auf Kurs, bis sie uns gehen lassen. EZ6 Tango Bravo, taxi Holly Point Delta 1, runway 24 via Golf Mike and Alpha. Delta 1, runway 24 via Golf Mike and Alpha, EZ6 Tango Bravo. Welche Schwierigkeiten mit meinen 2000 Fuß? Wir sind ja ein bisschen bergig. Nö, sollte klappen. EZ90148, contact tower 118.7, have a good day. Or to tower 118.7, thanks very much. See you later, EZ93. Delta Mike Alpha is ready for taxi. Delta Mike Alpha is ready to taxi. Delta Mike Alpha, taxi holding point Papa 1 via Papa. Taxi holding point Papa 1 via Papa, Delta Mike Alpha. Ja, das kriegen wir hin. Das ist nämlich hier vorne irgendwo der Holding Point. So, Licht. Brauchen wir nicht weiter. EZ6 Tango Bravo, Monitor Tower 118.7, have a good day. Monitor 0.7, EZ6 Tango Bravo, wrong. So, wir sind auf Papa. Gucken, wo Papa One ist, ob ich den Holding Point sehe. Der muss noch vor dieser Kreuzung hier irgendwo liegen. Da ist er. Delta Mike Alpha, Taxi Holding Point Charlie One, runway 24 via Papa Alpha and Charlie. Please repeat for Delta Mike Alpha. Delta Mike Alpha, Taxi Holding Point Charlie One, runway 24 via Papa Alpha and Charlie. Taxi to holding what? Holding point Charlie 1 via Papa Alpha and Charlie Delta Mike Alpha.
Genau, das ist das, was ich erwartet habe. Da gehen wir nämlich jetzt hier einmal nach links. Ich hatte das Charlie am Ende nochmal verwirrt. Und es ist Runway 24. Ganz schön viele Instructions. Das ist nicht so einfach. Monitor Tower 118.7, thank you, bye bye. Und das war Delta Mike Alpha, habe ich natürlich vergessen zu sagen. So, Monitoring. Monitoring heißt, wir müssen denen nicht Bescheid sagen, sondern wir hören nur zu. Und ich stelle schon mal Scottish Control ein, 4 Bravo Foxtrot behind the departing Walker Air, Boeing 737-800, via Delta 1, line up runway 24 behind. Behind the departing aircraft Walker Air, runway 24. Alter, das ist so ein komischer Bug mit V-Pilot, den ich manchmal habe. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gerade die Ohren weggesprengt hat. Mal ein bisschen anstrengend. So, jetzt stehen wir hier und wir haben 1, 2, 3, 4 Jets vor uns. Das kann also noch ein kleines bisschen dauern. Thank you, no worries. Delta Mike Alpha. Ja, der hat natürlich viel zu tun. Habe ich aber Verständnis für. Ist ja in echt auch so, die Businessflieger, die verdienen ihr Geld. So, das ist der erste unterwegs. Und da kommt der nächste. Wir brauchen übrigens später die Karten von Newcastle. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wichtiger ist gerade jetzt hier unser Little Nav Map, wo wir dann gleich starten werden. Sobald wir hier die Freigabe bekommen. Good afternoon, Jersey 6 Echo Juliet taxiing to holding point Whiskey 3 via Alpha and Whiskey. Jersey 6 Echo Juliet, Edinburgh Tower, hello, Roger. Easy 4 Bravo Foxtrot, the surface winds 260 degrees, 18 knots, runway 24, you clear for takeoff. Runway 24, cleared for takeoff, easy 4 Bravo Foxtrot. Easy 9148, after the, sorry, behind the departing company, A320 via Delta 1, land at runway 24 behind. Behind the departing company, RT20, line up and wait behind, easy 913. Ja, das war jetzt also die Startfreigabe für den Kollegen und der hier hat die Anweisung gekriegt, sich schon mal auf die Startbahn zu stellen. Da ist noch ein kleinerer Flieger, sehe ich. Aber das stimmt nicht 100% ein mit dem Model Matching. Also nur weil ich hier einen Airbus A320 sehe, heißt das nicht, dass das auch tatsächlich einer ist. Weil kann sein, dass er in einem ganz anderen Flugsimulator in einem ganz anderen Flugzeug ist. In der Zwischenzeit hier ein bisschen rumspielen.
kann man direkt to Newcastle einstellen. Easy 4 Bravo Foxtrot, contact Scottish 135.525, bye bye. 135.525, thanks very much for the service, bye bye, Easy 4 Bravo Foxtrot. Newcastle. 80 Meilen. Parkbremse rein. Lass den Motor nicht ganz auf Leerlauf laufen, damit er schon mal ein bisschen Temperatur auch kriegt. Hallo again, Golf Oscar Avenue, Mike inbound from the north, full stop. Ja. Golf Oscar Papalino, Mike Edinburgh Tower, hello, report overhead the bridges. Report overhead the bridges, Golf Mike. Easy 9148, the surface winds 260 degrees, 18 knots, runway 240, clear for takeoff. Der darf starten, der darf gleich ein Line-Up machen. Es ist noch ein VFA-Flieger inbound von Norden. Und der soll da sich melden, wenn er bei den Brücken ist. Ich hoffe mal, er lässt uns starten. Also die starten, den starten, mich starten. Good afternoon, Shamrock 316, 8 miles LS, runway 24, speed 160 to 4. Oh, da kommt noch einer, der landen will. 316 Edinburgh Tower, hello, continue approach, 1 to the bot head, surface winds are 260 degrees, 18 knots, traffic is a Cessna 172 to join from the north to down, join downwind. Understand, 1 to depart and traffic in the pattern, I think we've got him off to our right, Shamrock 316. Spannend. And Shamrock 316, service winds 260 degrees, 18 knots, runway 24, clear for land. Clear for land, runway 24, Shamrock 316. Oh, da hat einer die Landeerlaubnis gekriegt, ich sehe ihn noch gar nicht. Easy 19048, contact Scottish now, 135.525, bye-bye. Over to Scottish, 135.525, thanks very much, easy number 3. Golf and Mike, go ahead the bridges. Golf and Mike, thanks. Join downwind runway 24, sorry, join right downwind runway 24, and at the end of the downwind leg, enter left hand orbits until advised. Join right downwind 24 and enter left hand orbits at the end of the downwind leg until advised. Golf and Mike. Okay. Also, der kommt hier gerade vom Norden, right hand, runway 24. Behind the arriving, here. The landing, Shamrock 8. Shamrock A320 by Delta 1 on runway 24 behind. And I promise you for behind landing Shamrock A320 T6 Tango. Also, hier ist das Right-Hand Traffic Pattern, der soll Downwind joinen, das ist hier so in etwa. Und am Ende von Downwind, also hier Right-Hand Orbit im Kreis fliegen, bis er Bescheid kriegt, dass er landen darf. Und man sieht ja ganz schön, also wir haben jetzt hier wieder drei Flieger, die anstehen, plus mich, plus einen, der landet, plus einen im Pattern. Also wie gesagt, es ist gerade echt viel los in Edinburgh. Und wir haben nur eine Start- und Landebahn. Das macht das Ganze natürlich langsam. Da hinten ist der Airbus, der am Landen ist. Nehmt das nicht allzu genau, was ihr hier seht. Wie gesagt, Wetzim. Es überträgt die Daten, ich kann andere Flugzeuge sehen, aber es ist jetzt nicht absolut genau und perfekt im Wiedergeben, was die Flugzeuge so machen. Wie man gerade gesehen hat. Ja, da war das gerade nicht so eindeutig mit den Updates.
Aber insgesamt sah es doch ganz gut aus. Ryanair 398, Enema. Ryanair 398, Edinburgh Tyler, pass the message. Hey, I've got hold of you at last. Just to inform you, I'm inbound from Gatwick, currently 131 miles to the top of descent, and it reads runway 24, is that correct? Ryanair 398, affirm, but you'll be able to contact Scottish soon, 135525, but just wait until you get to contact me. What is the frequency, sir? 135525, but remain on Unicom until you get a contact me. Hey, firm. I always seem to never get that notification, sir. Oh, well, hopefully they'll give it to you this one. Hey, firm. No problem. I'll wait until Scottish Bird just contact me. Thank you. No worries. Einmal Applaus auch für den Controller, trotz dem ganzen Stress noch eben schnell einem Piloten, der gerade in Gatwick, also in London gestartet ist, Bescheid zu geben, dass er sich doch bitte beim Scottish Control... 6 Tango Bravo, the surface winds 260 degrees, 18 knots, runway 24, you clear for takeoff. Clear takeoff, runway 24, you see 6 Tango Bravo. Dass er sich doch bitte bei Scottish Control melden soll. Taxi Alpha, hold Alpha 12, contact ground 121.75. Thank you, Alpha, for Alpha 12, and we'll contact Ground 121.750. Der landete Kollege, der sich jetzt bei Ground melden soll. Was sagt mein Treibstoff so? Ja, ist noch in Ordnung. Wir können hier noch ein bisschen stehen. Und der nächste bitte. Edinburgh Tower, hello, is he 496 Bravo with you, 7 miles, 24? 496 Bravo, Edinburgh Tower, hello, traffic is in a Cessna 172 left hand orbit, in the right downwind runway 24. Surface winds are 260 degrees, 18 knots, runway 24, you clear to land. 24, clear to land, copy the traffic, ET 496 Bravo. Ja, hier ist der seine Kreise fliegt. Sorry. Er fliegt seine Kreise, hier ist der Nächste, der landet. Da kommt schon der Nächste für die Landung. Golfing Bike, Traffic is a A320, 4 mile final runway 24, report inside. Visual, Golfing Mike. Golfing Mike, Roger, report final runway 24, you number 2, following the traffic, recommended weight, sorry, caution weight turbulence, recommended distance 5 miles. Report final runway 24, number 2, following the A320 on course to Mike, recommended 5 miles, call for the mic. Golfing on Mike, cancel the approach, remain in the left hand orbit. Can I continue the left hand orbit, call for the mic? Golfing Mike, apologies, just some traffic, just coming very close. Oh, da hat er gerade unseren VFA-Kollegen gesagt, er darf landen und dann, ach nee, lieber doch nicht. Das wird alles zu knapp. Man sieht es hier auch schön auf der Karte, der ist hier am Drehen und hier kommt schon der nächste Flieger und die sind ordentlich zügig unterwegs. Hat man nicht so viel Zeit. Wenn der jetzt landen sollte, müsste der hier durchstarten und das ist immer deutlich ärgerlicher für so einen Airbus als für so einen kleinen Cessna. Von daher, und ich komme hier nicht mehr weg. Wir haben hier jetzt immer noch vier Flieger anstehen. Good afternoon, Shuttle 6 Alpha is back with you, number 4 in sequence on Alpha. Shuttle 6 Alpha, Edinburgh Tower, hello, Roger. Jersey 6 Echo Juliet behind the landing, EasyJet A320 near via Delta 1, land at runway 24 behind. Behind the landing, EasyJ, if you're running Neo, line up and wait, runway 24, Jersey 6 Echo Juliet. Edinburgh Tower, Ryanair 1472 is with you with 8 miles to run. Ryanair 1472, Edinburgh Tower, hello, continue approach runway 24, the surface winds 260 degrees, 18 knots, reduce minimum approach speed. We'll come down to minimum approach for Ryanair 1472. Da hat sich der Nächste angekündigt zur Landung und gesagt bekommen, er soll mal so langsam wie möglich machen. Weil der hier noch schnell starten soll vorher. Und der kann erst starten, wenn der da von der Bahn runter ist. Und gucken, ob das so funktioniert wie geplant. Aber das Starten geht in der Regel immer recht fix. Ist schwer zu sehen, ob
der den Taxiway erwischt hat oder nicht. Na doch, der dreht jetzt von der Landebahn runter. Er ist bereit zum Start. Und der Landende hat tatsächlich ganz schön abgebremst. Easy 496 Bravo, welcome to the taxi Alpha, hold Alpha 12, contact ground 121.75. Alpha, hold Alpha 12, 121.75, easy 496 Bravo, thanks, have a great day. See ya. Jersey 6, second Juliet, the surface winds 260 degrees, 18 knots, runway 24, you clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 24, Jersey 6, second Juliet. Nur noch einen Landenden, da ist der nächste Landende. Oh, Mike, I'm gonna get you in. You're gonna be number 3 in the sequence, so it's gonna be about an extra 5-6 minutes. Roger, go for the mic. Easy, 275, continue holding at Delta 1. Continue up to holding point up the one for 275, sorry. Runway 1472, surface winds 260 degrees, 18 knots, runway 24, you clear to land. Clear to land, runway 24, runway 1472. Da ist der nächste, der landen darf. Er dreht auch immer noch seine Runden. Das passiert aber eben auch vor allem, ne, wenn kein richtiger Flugplan existiert für den Flughafen selbst, sondern die Flieger einfach plötzlich auftauchen und sagen, ich möchte jetzt übrigens los. Oder, huhu, hier bin ich möchte jetzt landen. Aber, ich meine, hier stehen jetzt 4 Flieger wieder an zum Starten, einer landet gerade. Wir haben noch einen im Landing Pattern, einen kleinen, und hier ist noch einer. Ich würde sagen, das wird heute nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal eine Freigabe. Also entweder quetscht er uns irgendwann dazwischen. Ist so freundlich. Komme, was wolle, sozusagen. Oder, ich stehe hier noch eine Stunde. Aber auf eine Stunde stehen habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so Lust. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie das so aussieht. Wenn richtig heftig Stau ist. Und würde sagen, ich bedanke mich mal freundlich bei dem guten Tower. Edinburgh Tower, very good. Und established ILS 24. Disconnecte mich. Hello, traffic is Cessna 172, left on door, but in the right down and runway 24. Surface winds 260 degrees, 18 knots, continue approach. Traffic information copied, we continue approach, the sun's off at 20. Runway 1472, welcome to Edinburgh Taxi Alpha, hold Alpha 12 and contact ground 121.75, goodbye. Left for Alpha 12 and contact ground and 121.750. Goodbye, sir. Lufthansa 530, expect late landing clearance. Copy, Lufthansa 530. It's quieter. It's more quiet, oder?
it is a bit less busy. Delta Mike Alpha, apologies for the traffic, and I do apologize, I'm a quite new controller, and this is a lot of traffic for my first time on the live network, so thanks for your patience, and we'll see you soon. Keep up the great job, and thank you, and bye-bye. No worries. Cheers. Yeah, you're doing a great job. It's a baptism of fire. Thank you. Yeah, absolut. Gut, in diesem Sinne, ich trenne mich mal. Das war's. Weil es bringt einfach nichts. Ihr habt die ganzen Flieger gesehen. Jetzt sind sie alle weg. Ja. Ich habe leider halt nicht mehr so viel Zeit. Ich hatte eben geplant, dass wir ja vor einer halben Stunde schon in der Luft sind. Das hat ja leider nicht funktioniert. Und wollte eigentlich in Newcastle sein, in so etwa 20 Minuten sehe ich gerade. Und das werde ich halt nicht schaffen. Und ja, obwohl es heute Wochenende ist, habe ich auch da noch Pläne, die dann damit kollidieren. Fahr weg rein. So hätte das nachher aussehen sollen, wenn wir starten. Ja, also nach Newcastle werden wir es heute nicht mehr schaffen. Aber da wir jetzt ja eh nicht mehr auf WhatsApp verbunden sind, können wir die Gelegenheit ja mal nutzen. Und oh oh. Flight Simulator. Jawohl. Gut, der Flight Simulator hat sich gedacht, dann geht er jetzt auch mal in die Brüche. Oh, gut. Ich dachte gerade, ich zeige euch noch eben ein bisschen Edinburgh, machen wir noch ein kleines bisschen Sightseeing. Aber gut, wenn der Flight Simulator nicht will, der will nicht. Zum Glück ist er jetzt abgestürzt und nicht, als ich, hat nicht gewartet mit dem Abstürzen, bis ich die Freigabe bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, falls ihr das noch nicht kennt, willkommen zu eurem ersten Stauerlebnis in der Welt von WetSim. Gerade als VFA-Flieger hat man das gern mal. Ich habe auch schon 2 Stunden nördlich von London Runden gedreht, bis ich mal nachts landen durfte, weil ja, IFR-Traffic hat halt Vorrang. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns bald wieder und ja, ich würde sagen, bis dahin macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier seht und bis zum nächsten Mal.